Gewaltiger Vulkanismus durch die Verschiebung von Erdplatten verursachte vor 201 Millionen Jahren das vierte Massensterben. Diesmal betrug der Artenschwund 70%. Betroffen waren unter anderem die Konodonten oder Kegelzähner. Von diesen aalähnlichen Geschöpfen gab es einst über 3000 Arten. Am besten erforscht ist das fünfte Aussterben vor 66 Millionen Jahren. Als mögliche Hauptursache wurde ein über 10 Kilometer großer Asteroid identifiziert, der im mexikanischen Yucatan einschlug. Prominenteste Opfer diesmal? Die Dinosaurier. Für das sechste Massensterben sorgen wir Menschen, indem wir die Biosphäre derart verändern, dass die Welt jährlich mehrere tausend Tier- und Pflanzenarten verliert. Gewaltiger Vulkanismus durch die Verschiebung von Erdplatten verursachte vor 201 Millionen Jahren das vierte Massensterben. Diesmal betrug der Artenschwund 70%. Betroffen waren unter anderem die Konodonten oder Kegelzähner. Von diesen aalähnlichen Geschöpfen gab es einst über 3000 Arten. Am besten erforscht ist das fünfte Aussterben vor 66 Millionen Jahren. Als mögliche Hauptursache wurde ein über 10 Kilometer großer Asteroid identifiziert, der im mexikanischen Yucatan einschlug. Prominenteste Opfer diesmal? Die Dinosaurier. Für das sechste Massensterben sorgen wir Menschen, indem wir die Biosphäre derart verändern, dass die Welt jährlich mehrere tausend Tier- und Pflanzenarten verliert. Gewaltiger Vulkanismus durch die Verschiebung von Erdplatten verursachte vor 201 Millionen Jahren das vierte Massensterben. Diesmal betrug der Artenschwund 70%. Betroffen waren unter anderem die Konodonten oder Kegelzähner. Von diesen aalähnlichen Geschöpfen gab es einst über 3000 Arten. Am besten erforscht ist das fünfte Aussterben vor 66 Millionen Jahren. Als mögliche Hauptursache wurde ein über 10 Kilometer großer Asteroid identifiziert, der im mexikanischen Yucatan einschlug. Prominenteste Opfer diesmal? Die Dinosaurier. Für das sechste Massensterben sorgen wir Menschen, indem wir die Biosphäre derart verändern, dass die Welt jährlich mehrere tausend Tier- und Pflanzenarten verliert.